Streamingdienste sind eigentlich ein noch recht junges Phänomen und trotzdem innerhalb kürzester Zeit zum Must-Have schlechthin geworden. Und obwohl sich Netflix als vermeintlicher Marktführer etabliert hat, steht der Streamingmarkt vor einer kleinen Revolution. Film- und Fernsehmogul Disney hat nämlich schon vor geraumer Zeit angekündigt, einen eigenen Anbieter ins Leben zu rufen und dafür sogar exklusiven Content zu produzieren. Mittlerweile wissen wir schon ungefähr, was uns erwartet und deswegen haben wir euch mal alle bisher angekündigten Projekte zusammengefasst. Willkommen bei Geektastisch, seid gespannt! Auch wenn bereits einige hochkarätige Produktionen angekündigt sind, werfen wir einen kurzen Blick in die Gerüchteküche und stellen fest, dass gleich mehrere bereits von uns gegangene Marvel-Charaktere ihren Weg zurück unter die Lebenden finden sollen. Denn sowohl Scarlet Witch als auch Falcon und den Winter Soldier im Duo können uns auf Disney Plus begegnen. Ob das nun darauf hindeutet, dass die Fanlieblinge nach dem Infinity War doch nochmal zurückkehren oder die Serien vielleicht doch einfach vor ihrem vermeintlichen Ableben stattfinden, steht noch in den intergalaktischen Sternen. Und wo wir gerade bei Wiederbelebung waren, laut Medienberichten können uns auf dem neuen Streamingdienst auch ein paar Puppen über den Weg laufen. Denn nach den eher mäßig erfolgreichen Filmen aus den vergangenen Jahren scheint wohl wieder eine Muppet-Serie in Arbeit zu sein und ganz ehrlich, wer würde zu dem charmantesten Liebespaar der Filmgeschichte schon Nein sagen? Neben handfesten Gerüchten gibt es natürlich auch schon einige offiziell angekündigte Projekte. Leider gibt es aber fernab der Tatsache, dass Serien zur beliebten Monster-AG-Filmreihe und der 90er-Jahre-Kultstreifen um die Mighty Ducks geplant sind, wenige Fakten. Auch die mittlerweile fest angekündigte Serie um den beliebten Marvel-Schurken Loki lässt aufgrund mangelnder Informationen Raum zur Spekulation. Wird Thors Halbbruder nach Avengers Endgame wieder leben oder erzählt die Serie einfach Abenteuer aus früheren Zeiten? Auf eine Antwort werden wir wahrscheinlich noch warten müssen. Immerhin wurde bestätigt, dass Fanliebling Tom Hiddleston zurückkehren wird. Ebenfalls vor der Rückkehr in seine berühmteste Rolle steht Diego Luna. Der mexikanische Darsteller kehrt für seine eigene Serie als Cassian Andor zurück in eine weit, weit entfernte Galaxis und trotz weniger Informationen können wir uns ziemlich sicher sein, dass die Serie von den in Rogue One angedeuteten moralisch fragwürdigen Missionen handelt, die Cassian in seiner Zeit für die Rebellion bereit war zu absolvieren. Wie weit die Serie vor Rogue One bzw. nach die Rückkehr der Sith spielen wird, bleibt abzuwarten. Lasst uns noch in unserer liebsten Galaxis bleiben und über die wohl größte Überraschung des vergangenen Jahres sprechen. Denn als Showrunner Dave Filoni auf der San Diego Comic-Con ankündigte, dass die in Fankreisen viel geliebte Clone Wars-Serie nach dem abrupten Ende in 2012 doch noch weitergehen wird, verfiel die berühmte Hall H in Ekstase. Der veröffentlichte Trailer zur 7. Staffel bestätigt auch die Rückkehr der meisten Hauptcharaktere rund um Obi-Wan Kenobi, Anakin und Ahsoka Tano. Ob jedoch die bereits in vielen Behind-the-Scenes-Veröffentlichungen angedeutete Geschichte aufgegriffen wird, ist noch unklar. Was aber feststeht, wir sind sehr gespannt. Zwar keinen Trailer, aber dafür eine große Menge an Informationen gibt es zu einem der ausgemachten Zugpferde von Disney+. The Mandalorian zeigt das Star Wars-Universum aus einer Sicht, die so bisher wohl noch niemand gesehen hat. Spielen wird das Ganze zwischen Episode 6 und 7. Der titelgebende Mandalorianer wird verkörpert von Game of Thrones Star Pedro Pascal. Federführend als Showrunner ist Jon Favreau, der schon das Marvel Cinematic Universe seinerzeit mit Iron Man auf den Weg gebracht hat. Und losgehen soll das Ganze schon zum Start von Disney Plus Ende 2019. Wenn das mal nicht vielversprechend klingt. Vielversprechend klingt das letzte geplante Projekt jetzt vielleicht nicht für jeden, aber die Highschool-Musical-Filmer haben zweifelsohne eine große Fangemeinschaft, die auch auf Disney Plus auf ihre Kosten kommen wird. In Highschool-Musical The Musical geht es um eine amerikanische Highschool, die versucht, die Original-Tanzeinlagen aus den Highschool-Musical-Filmen auf die Bühne zu bringen. In den 10 geplanten Episoden wird jeweils einer der berühmtesten Songs behandelt und die Show soll in einen dokumentarischen Stil à la American Vandal gedreht werden. Also stellt euch vielleicht schon mal auf einen Krampf im Fuß ein, denn wer hier nicht mindestens mitwippt, ist selbst schuld. Und das waren sie also, alle bisher geplanten Serien für den Disney Streaming Service. Auf welche freut ihr euch am meisten und was für eine Show würdet ihr euch für die Zukunft auf Disney Plus wünschen? Schreibt es uns in die Kommentare. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und das Video positiv zu bewerten, wenn ihr mehr geektastischen Content wollt. Denn hier kommt jeden zweiten Tag ein neues Video rund um eure Lieblingsthemen in der Filmwelt.